Moin, Montagmorgen und ich backe mir erstmal ein Brot für die Woche. Los geht's. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neues Food Diary geht los. Es ist Montag und du hast es schon gesehen. Ich habe gerade schon mein Brot gebacken für die Woche und falls du dich wunderst, warum meine Augenbrauen so dunkel sind und so aufgesetzt aussehen, ich habe die gerade frisch noch microbladen lassen. Bleibt natürlich nicht so. 2 Wochen sehen die wieder normal aus, aber falls du dich wunderst, kriege ich ja immer viele Fragen dazu, was da los ist. Genau, aber darum geht es nicht in dem Video. Ich wollte jetzt einkaufen gehen und ich habe gerade schon Yoga gemacht. Du weißt ja, dass ich letzte Woche mir meinen Fuß verletzt habe und so eine Muskelentzündung hatte. Im Fuß ist schon wieder viel besser, also super gut. Aber ich fange jetzt langsam wieder an mit Sport und vor ein paar Tagen war ich auf dem Fahrrad im Fitnessstudio. Das ging ganz gut. Ich habe so eine Bandage und jetzt habe ich ein bisschen Yoga heute gemacht und versucht es eben auch langsam wieder so zu dehnen, die Muskulatur. Ich mache nur so viel, wie mir gut tut. Genau, also ich bin jetzt so im Light-Sport-Modus und versucht da wieder so ein bisschen reinzukommen. Ich muss mir jetzt immer was zum Frühstücken machen und wie gesagt, ich wollte gleich einkaufen gehen. Aber bevor ich einkaufen gehe, wollte ich dir was richtig Cooles zeigen. Ihr fragt mich ja immer nach Rezepten und ich habe für dieses Video eine mega coole Kooperation. Ich glaube, das wird euch allen sehr, sehr gut gefallen. Und zwar darf ich heute eine App vorstellen und die App nennt sich Kitchen Stories. Ich zeige dir das gleich nochmal genauer und es ist richtig cool. Die haben so, so tolle Rezepte. Also wenn du nicht weißt, was du kochen sollst, dann wirst du fündig. Und die haben auch so richtig tolle Basic-Videos, wie man ja, so ganz einfache Sachen, auch für Anfänger oder auch so Sachen, wo du immer denkst, so, ah, wie macht man das am besten? Für welches Gericht schneidest du die Zwiebeln wie? Oder wie bereitet man einzelne Lebensmittel am besten zu? Wie lagert man sie? Also richtig schön gemacht. Ich zeige dir die gerade mal und dann suchen wir uns ein schönes Rezept zum Abendessen aus und dann gehen wir mal dafür einkaufen. So sieht die App aus und hier gibt es dann immer die Story des Tages, Frühlingsrezepte und die ist auch, ich finde das auch, ich liebe einfach so schön angerichtetes Essen. Sowas könnte ich mir den ganzen Tag anschauen. Guck mal, wie schön und liebevoll das gemacht ist. Dieses Rezepte steht auch immer dabei, wie lange das dauert und man kann die Rezepte auch liken. Was gibt es denn hier? Boah, das sieht ja auch geil aus. Hier schnell und einfach, nur 3 Zutaten. Und da gibt es dann auch so kleine Kochvideos. Das finde ich auch richtig cool. Wir kochen saisonal und regional. Ja, das ist ja auch immer gerne mein Motto. Finde ich sehr, sehr gut. Küchentipps. Guck mal, wie du zum Beispiel ja hier so ein Fleisch schneidest, Pomelo richtig schälen und solche Sachen. Also, das finde ich auch super hilfreich. Da gibt es so kleine Videos. Hier den Butternut-Kürbis. Guck mal. Basics für jeden Tag. Dann kannst du suchen, eine Einkaufsliste machen, dein eigenes Profil erstellen und dann kannst du jetzt mal gucken, was nehmen wir denn? Ich nehme mal Fleisch los. Ja, und dann geht's los. Rezepte ohne Ende. Was ist denn das alles? Boah, sieht das lecker aus. Darauf habe ich es halt abgesehen, ne? Das ist hier Aubergine. Auberginenauflauf. Oh, da habe ich so Bock drauf. Guck mal, das gibt es dann auch die Bewertungen von der Community und wie oft das schon geliked wurde. 60.000 Mal. Und dann, das finde ich richtig gut, dann hast du nämlich unten mit dazu diese Küchentipps-Videos für alles, was du brauchst in dem Video, ne? Käse richtig reiben, Kräuter richtig hacken und diese ganzen coolen Basic-Sachen. Zwiebeln richtig schneiden. Utensilien steht dabei. Also, das ist echt, damit kann jeder kochen. Und dann hast du so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Guck mal hier, also kann gar nichts mehr schief gehen. Wunderschöne App, richtig toll. Ich suche mir jetzt mal was aus. Ja, komm, was soll denn der Geiz hier? Ich bleibe bei Parmigiana, die Melanzane. Also diese gebackene Aubergine. Ich habe das neulich beim Italiener mal gegessen. Seitdem habe ich das so Bock drauf und will es unbedingt selber nochmal nachmachen. Dann kannst du das auf die Einkaufsliste setzen. Mega gut. Und dann hast du da alles drauf, was du brauchst. Boah, Logo, da kann man sogar abhaken im Supermarkt. Richtig gut und richtig praktisch. Habe ich jetzt gerade selber erst entdeckt, die Funktion. Ja, ganz kurz noch. Die App ist komplett kostenlos. Wie geil ist das denn? Kannst du einfach im App Store downloaden. Links packe ich dir einfach unten in die Infobox. Dann kannst du dir die holen. Bin noch gar nicht losgekommen. Ich habe jetzt so lange hier am Computer gearbeitet. Und jetzt gibt es aber erstmal was zu essen hier. Also Brot mit Karotte drin und Senf. Ich liebe Senf, you know. Und obendrauf, das ist dieser Käse, den habe ich neulich zum ersten Mal probiert und gekauft. Den finde ich total lecker. Und der ist ja von Natur aus, ist der total fettarm und schmeckt aber so ein bisschen, ja, so ähnlich wie Camembert vom Geschmack her. Also ich mag den total gern, finde den super lecker.
Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe nicht mal irgendein Gemüse. Ich hätte so gerne noch ein bisschen Tomate, Paprika, irgendwas dazu gehabt. Aber weil gestern Sonntag waren wir gestern zum Abendessen alles aufgegessen. Naja, jetzt gibt es das so und einen Kaffee dazu und dann bringe ich gleich Gemüse vom Einkaufen mit. So, ich war endlich einkaufen und ich war auch gerade noch im Fitnessstudio, weil mein Fitnessstudio, das liegt auf dem Weg zum Supermarkt. Ich dachte mir, jetzt habe ich den ganzen Tag hier am Computer gehockt. Jetzt gehe ich noch eine halbe Stunde auf den Crosstrainer. Das hat jetzt echt richtig gut getan mit dem Fuß. Das ging auch gut. Jetzt habe ich eingekauft und jetzt ist es auch schon 6:30. Jetzt mache ich mir direkt mal Abendessen. Ich mache übrigens die Aubergine im Backofen, weil da wird das Ganze ein bisschen leichter. Man braucht nicht ganz so viel Öl. Oh mein Gott, yummy. Guck dir das mal an, wie lecker das aussieht. Ich raste aus. Das ist echt Foodporn. Oh mein Gott, so lecker. Ich habe da, seit ich das vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen gegessen habe beim Italiener, so Bock drauf. Und ja, es sieht sehr gut aus. Ich habe obendrauf noch Lauchzwiebeln gemacht. Die habe ich jetzt vorhin gekauft und dachte ich mir, Lauchzwiebeln kann man ja gar nicht genug haben. Die esse ich ja sehr, sehr gerne, wie du weißt. Und dann habe ich mir hier schon so einen Teller mit Babyspinat fertig gemacht. Das ist so Babyspinatsalat, da habe ich einfach nur Zitronensaft drüber. Und da werde ich jetzt hier meine leckere Parmesan-Aubergine obendrauf geben. Und ja, habe ich hier so eine kleine Salatbeilage. Und das ist ganz wichtig bei diesem Gericht, dass das echt so eine richtige Soßeneskalation ist. Ich liebe das, wenn da so viel Soße mit dabei ist. Ich werde nämlich da jetzt einfach noch ein Stück Brot mit dazu essen. Dann kann man das so in die Soße reindippen. Boah, so lecker. Ging richtig, richtig easy und echt, ja, richtig toll. Also die App ist einfach der Wahnsinn. Ich bin super begeistert von der. Schaut euch die unbedingt mal an. Da gibt es solche leckeren Sachen drin. Jetzt gibt es noch lecker Nachtisch. Ich habe Milchreis gemacht. Einfach Hafermilch und ja, Milchreis, logischerweise. Und gesüßt ist das Ganze mit einem Apfel und mit Dattel. Und dann habe ich noch ein bisschen von diesem Haselnussmus von Koro mit reingegeben. Das schmeckt auch so unglaublich lecker. Das schmeckt wie Nougat-Milchreis eigentlich jetzt. Also sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch Zimt draufgegeben und noch ein paar gefrorene Himbeeren. Und das lasse ich mir jetzt schön zum Nachtisch schmecken. Guten Morgen. Hier gibt es jetzt Frühstück. Mein selbstgebackenes Brot mit Avo. Ich habe schon so lange keine Avocado mehr gegessen. Jetzt habe ich mir gestern mal wieder eine mitgebracht. Und da habe ich dieses Schwefelsalz drauf gegeben. Das schmeckt total lecker. Die Avocado in Kombi mit dem Schwefelsalz. Das schmeckt auch so ein bisschen nach Ei. Also auch wenn du dich vegan ernährst und vermisst so ein bisschen den Eigeschmack, kannst du das auch sehr gut nehmen. Zum Würzen verlinke ich dir in der Infobox. Das habe ich im Internet bestellt. Ja, mit einem weichgekochten Ei obendrauf und dann gibt es noch Radieschen und Tomate und dann habe ich noch ein kleines Glas Kefir und einen Kaffee mit Hafermilch, wie jeden Tag. Das lasse ich mir jetzt mal schmecken. Ich habe nämlich gerade schon Sport gemacht, ich habe so ein kleines Homeworkout gemacht, also so Freestyle ohne YouTube-Video, einfach so ein bisschen Popo und ein bisschen Bauch und ja, ein bisschen Yoga, dass man morgens so ein bisschen in die Gänge kommt und jetzt gibt es erstmal Frühstück. Oh mein Gott, wie lecker. Ich hatte jetzt gerade so Lust auf was Süßes. Deshalb habe ich mir jetzt zum Nachmittagskaffee einen Crepe gemacht. Ich esse ja eigentlich nie so gern zum Mittag und esse dann lieber nachmittags nochmal was. Und ja, heute hatte ich so Lust auf was Süßes. Und weil ich ja gerade immer noch auf Zucker verzichte, habe ich mir jetzt einfach einen schnellen Crepe gemacht. Da habe ich gar kein Rezept dafür. Das ist einfach nur ein bisschen Dinkelmehl mit Hafermilch glatt gerührt und ein Teelöffel von dem Erythrit rein. Und das war's. Und dann einfach mit ein bisschen Kokosöl ausgebacken. Und dann habe ich den gefüllt mit diesen zuckerfreien Schokodrops, die siehst du hier oben auch noch drauf. Und ein bisschen Haselnussmus, das ist beides von Koro. Und es schmeckt so richtig geil, lecker nach Nougat, also super lecker. Und noch ein paar Himbeeren draufgegeben. Ja, komplett zuckerfrei und super duper lecker. Jetzt habe ich mir gerade noch einen Kaffee gemacht und das werde ich jetzt mal richtig schön genießen. Ich freue mich schon drauf. So, ich habe den ganzen Tag am Computer gearbeitet und jetzt brauche ich unbedingt noch ein bisschen frische Luft. Deshalb gehe ich jetzt noch eine Runde raus und nehme mir einen Apfel mit. Reste essen, beste essen. Das ist heute Abend das Motto. Ich habe noch von gestern von dieser leckeren Parmesan-Aubergine übrig. Und weil ich ja keine Mikrowelle benutze, habe ich hier solche kleinen Mini-Auflaufformen. Da passt genau noch eine Portion rein und dann mache ich das in meinem Backofen warm. Und damit der Backofen nicht ganz umsonst läuft für so eine kleine Portion, habe ich jetzt noch ein paar Kichererbsen mitgebacken. Das hatte ich gestern bei Instagram gezeigt. Ich koche die immer in einer großen Portion ab und dann friere ich die portionsweise ein.
Und ja, da hat man nicht die Zusatzstoffe. Manchmal sind ja auch die, die man in der Dose kauft, sind ja dann auch mit Zucker und so weißt du, was drin ist. Voll gut. Und da habe ich jetzt einfach so ein paar abgekochte Kichererbsen aufs Blech mit ein paar Gewürzen. Ich nehme total gern dieses, man sieht es nicht, das Köfte-Gewürz gibt es im türkischen Supermarkt, schmeckt lecker. Und ein bisschen Salz. Und dann sind die so ganz lecker und knusprig. Kann man so auf den Salat mit draufstreuen, voll lecker. Genau, das habe ich warm gemacht. Jetzt koche ich mir noch Reis und dann zeige ich dir gleich, wenn es angerichtet ist. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Gemüsereis gemacht. Ich habe noch so TK-Gemüse übrig und auch schon für morgen ein bisschen Reis vorgekocht. Das esse ich jetzt auch noch mit dazu. Oh mein Gott, was für ein Gourmet-Menü. Ich liebe Reste essen. Da kommen die geilsten Sachen bei raus, ich sag's dir. Also das ist der Gemüsereis. Da ist drin Karotte, Spargel und Erbsen. Ja. Dann hier, das habe ich dir ja gestern schon gezeigt. Das Rezept findest du, wie gesagt, in der Kitchen Stories App. Sehr, sehr lecker, sehr empfehlenswert. Und dann haben wir das Ganze auf einem Bett aus Babyspinat. Den hatte ich auch noch übrig von gestern. Das ist eine ganz große Portion. Also das ist hier unten alles Spinat eigentlich. Das ist jetzt verdeckt hier von der Aubergine. Und obendrauf noch diese knusprig gebackenen Kichererbsen. Wie gesagt, einfach in den Ofen ein paar Gewürze dazu. Und dann hat man leckere, crunchy Kichererbsen. Und die sind so richtig, ne? Ich weiß nicht, man sieht es jetzt, glaube ich, nicht. Richtig schön knusprig. Oh, lecker. Da freue ich mich jetzt total drauf. Und ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Kombi. Es schmeckt super gut zusammen. Ich habe gerade schon ein bisschen probiert. Sehr, sehr lecker. Probiert es unbedingt aus. Yummy. Bei mir gibt es jetzt noch einen ganz leckeren Nachtisch. Und zwar einfach ganz simpel Apfel aufgeschnitten und ein bisschen Haselnussmus obendrauf. Das ist so eine leckere Kombi. Ich glaube, ein bisschen Zimt gebe ich jetzt auch noch mit dazu. Bester Nachtisch. Guten Morgen. Ich habe schon ein Stündchen Yoga gemacht und jetzt gibt es zum Frühstück selbstgebackenes Brot und selbstgemachten Hummus. Das Rezept findest du bei Instagram in den Story Highlights. Und in meinem Kochbuch gibt es auch noch verschiedene Hummus-Rezepte. Geht super easy. Ist in echt 2 Minuten gemacht und braucht man überhaupt nicht kaufen. Schmeckt so lecker selbstgemacht. Und der muss natürlich auch ordentlich dick drauf hier, der Hummus. Guck mal, Nägel habe ich auch lackiert. Da fragt bestimmt auch wieder einer. Ich versuche daran zu denken, den Nagellack in die Infobox zu schreiben. Vergesse es immer. Wenn nicht und es interessiert dich, erinnere mich nochmal dran. Genau, aber da muss auf jeden Fall ordentlich dick der Hummus drauf. Und dann gibt es noch ein bisschen Gemüse dazu, Tomate und Radieschen. So ein kleines Glas mit Kefir und einen Kaffee mit Hafermilch. Lecker. Hallöchen, ich melde mich mal gerade und zwar muss ich jetzt noch zu einem Job und habe mich gerade fertig gemacht und habe mir mein Essen vorbereitet. Ich habe ja gestern einfach ein bisschen mehr gekocht und das mache ich eigentlich immer, dass ich mir dann noch was mitnehmen kann. Ich habe mir einfach so eine Bowl gemacht. Ich hatte nur Reis übrig von gestern, diese gebackenen Kichererbsen. Der letzte Rest vom Babyspinat, jetzt ist der dann auch mal leer. Und dann habe ich hier noch, Moment, da habe ich noch eine Avo drin und eine Zitrone. Da mache ich mir dann nachher noch eine Guacamole mit dazu und dann habe ich mir noch als Nachmittagssnack hier einfach ein Porridge gemacht. Das ist nicht mal Porridge, das ist wie Overnight Oats. Einfach Haferflocken, ein bisschen Hafermilch dazu, Haselnussmus und die gefrorenen Himbeeren. Ja, und bis nachher ist das dann schon durchgematscht und aufgeweicht und dann werde ich das zum Nachmittagskaffee genießen. Voll lecker. Ja, ich hoffe, dass dir das Food Diary Spaß gemacht hat, dass es dir gefallen hat und dass ein paar schöne Inspirationen für dich dabei waren. Wie gesagt, guck gerne unten in der Infobox, da findest du auch alles zu der App, zu Kitchen Stories und ist wirklich cool, kannst du dir einfach kostenlos downloaden. Ich packe dir die Links unten rein und ja, da wirst du bestimmt fündig nach leckeren Rezepten. Und wenn du magst, folg mir gerne bei Instagram, da freue ich mich auch, wenn du da vorbeischaust. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Hier verlinke ich dir nochmal die ganzen anderen Food Diaries. Kannst du dir nochmal angucken, wenn du die noch nicht kennst. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.